Und herzlich willkommen zurück, euer GB Crazy sind im Start, ihr verreckten Vögel. Wir sind wieder in Dungeon Boss und was mir zu sehen bekommen, freut meine Augen. Die Gildenspiele beginnen wieder, oh ja, mit exklusiven Heldenskins für Top-Platzierte. Ich vermute mal, wir schaffen es zwar nicht, aber wir sollten nicht die Hoffnung ausgeben und alles da reinstecken, was wir nur können. Es gibt nämlich gute Preise zum Absehen. Read the rules and repair, ja, okay. Erstmal die Regeln lesen. Du musst zum Beginn eines Events Mitglied einer Gilde sein, um Punkte für die Gilde erspielen zu können. Jetzt mitmachen? Klar, erspiele Gildenpunkte und Prämien sind bei Beginn des Events an die Gilde gebunden. Ja, das heißt, man darf da nicht austreten, sonst ist alles weg, was man gesammelt hat. Der Beitritt zu einer neuen oder anderen Gilde sowie das Verlassen einer Gilde nach Eventbeginn verändert nicht die Abrechnung der Gildenpunkte. Das heißt, auch wenn ihr austretet, die Gilde behält die Punkte und ihr, naja, bekommt den Rest, was halt euch noch zusteht. So, lasst die Gildenspiele beginnen. Oh yeah. So, dann können wir wieder zurückgehen, dann können wir auf Gilden drücken. Oh ja, wir gehen kurz in unsere Gilde rein. Es ist nämlich ein bisschen was passiert. Wir sind mittlerweile schon 21 Mitglieder. Das heißt, wenn ihr Bock habt, ein Gildenspiel teilzunehmen, tretet der Gilde bei. Verrückte Vögel heißt sie. Und ihr könnt eigentlich nichts falsch machen. Alten und Haufen Gilden. Ja, und Haufen Gildenspiele spielen. So, nun denn, wir haben natürlich heute den Dienstag knapp vor Mittwoch, ja. Das heißt, ja, letzte Woche habe ich irgendwie doch verpennt, den Samstag irgendwie zu spielen. Ja, ich habe ein anderes Spiel gespielt, ich weiß. Aber irgendwann werde ich schon schaffen, ansonsten muss halt immer wieder Montag ausgleichen. Wird mir irgendwann auf den Sack gehen, also werde ich es irgendwann mal schaffen, vielleicht auch diese Woche, am Sonntag schon voll zu machen. So, ich hoffe natürlich alles Gute mir, aber wir gucken erstmal, was wir alles hier haben. Bruder, Krikrax, hey, Grumpy, 186 ist neu. Und wer ist denn eigentlich noch neu? RRET5FT. Das ist mein Name. Und Zombie 98. Yes, baby. Wenn nicht, da ist, glaube ich, auch neu. Ja, und sonst haben wir... Oh, Coconut 93. Coconut. Pindel haben wir, glaube ich, schon. Momomona. Moma, ja. Und Airrock. Mokok und... Ifk 2 haben wir, glaube ich, auch schon. Alter, was da hier abgeht. Ja. Eigentlich läuft hier Subi, würde ich mal sagen. Wir können gleich wieder zurückgehen. Das ist quasi ein paar neue Gildenmitspieler. Ihr könnt ja auch gerne beitreten, nicht vergessen. So, nun denn, warum bin ich hier überhaupt hier? Naja, erstmal um das Gilden-Event anzukündigen. Ich weiß noch nicht, was kommt. Ich habe bei Bifisch noch nicht geguckt, nö. Meistens steht es auch erst am ersten Tag hin. Aber es gibt hier ja ein Event. Also, hey Junge, ach, mir. Missionen, danke, ich will keine Werbung dafür. Wir haben ja zurzeit, ja, sichere dir 10 Kronen Tritt einer Gilde bei. Du bist, wenn du allein bist. Ja. Was? Sichere dir 10 Kronen? Ach so, okay. Okay. Das ist mal ein sehr interessantes Schlussevent für Dark Sex der Dämonenmarken. Ich habe eigentlich jeden Tag ausgespielt, also bisher weggespielt. Könnte ich auch noch machen. Sammle Dämonenmarken. Können wir machen. 10 Stück Dämonenmarken und statt der Helden mit Runen aus. 5 Stück. Puh. Das wird ein heftiges Stück. Aber werden wir schaffen. Wir könnten also quasi noch. Aber Event 7? Alter, haben wir schon 7 Tage Dämonen? Okay. Besiege Dämonen. Okay. Ist sehr interessant. Ah ja, morgen endet das Dämonen-Event. Deswegen habe ich eigentlich ziemlich Zeit. Also brauche ich ja nicht alles heute spielen. Ich habe heute schon ziemlich viel gespielt. ja. Denn wir sehen da 25.000 Tickets. Und ich habe davon heute eigentlich schon... Wie habe ich heute eigentlich schon ausgegeben? Sicher 20.000 oder 30.000 Tickets habe ich heute schon ausgegeben. Puh. Das heißt, ich war heute mal ein bisschen fleißig beim Spielen. Nun denn, was können wir natürlich bei diesen Dämonen-Events kaufen? Natürlich Dämonen. Und welchen Dämon brauchen wir? Natürlich Bignus Maximus. Damit haben wir den voll. So, du hast Koboldgold abgeschlossen. Läuft. So, aber wir müssen auch noch Malefizia, glaube ich, hochziehen. Ich bin mal nicht so... Oh, nee, von Malefizia ist zu weit weg. Ellen vielleicht.
Ich glaube, Ellen können wir dreimal machen. Damit bekommen wir fette 30 Token für sie. Und damit ist sie beinahe auf... Ah, wenn ich... Ah, es geht sie nicht aus. Aber wenn ich noch ein Maleficia ein bisschen öfters bekomme, oder Ellen, dann da geht sich doch schon was aus. Sammle Dämonenmarken. Und ich habe nochmal 2000 Token. Oh yeah. Und natürlich statt dem... Hey, mit Runen aus. Können wir machen. Können wir machen. Wenn ich Runen habe, natürlich, vorausgesetzt. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich muss ich jetzt ein paar spielen gehen. Aber das machen wir im Schnellmode. Obwohl, warte mal. Wir haben doch andere Gildenaufgaben, Eventaufgaben noch. Ja, wir sehen, unsere Runen sind doch eigentlich ziemlich schnicke. Aber irgendwie... Ach ja, Bignus Maximus wollte ich einen Stern hochziehen. Ja, Bignus, mein lieber Maximus, du bekommst statt 4 ab sofort 5 Sterne. Und die Heldenpower, die steigt und du wirst deinen Spotter schon langsam gerecht haben. Und dein Kostüm passt dir eigentlich auch ziemlich schippi. Spanferkel, du. So, nun denn. Was wollte ich eigentlich machen? Ach ja, wir wollten Runden spielen. Aber bevor ich dieses Event angehe und hier statte Helden mit Runen aus. Nö, das können wir nicht spielen. Hab keine grad. Besiege Lava Dungeons. Bezwinge Lava Dungeons. 5-mal. Muss ich die selber bezwingen? Ja, natürlich. Ist sicher klar. Wir können einen Lava Dungeon bezwingen. Ah. Und Lava Dungeons sind diese Dinger. Aber ich denke, das mache ich privat. Das ist für euch viel zu langweilig. Denn wir gehen Boss Mode. Ich habe meine Helden natürlich ein bisschen weitergezogen und wir können endlich zeitloser Gipfel weiterspielen. Wir haben letztes, also ich habe schon ein bisschen angespielt, einmal C habe ich gemacht. Also einmal HT habe ich schon mal gemacht. Das heißt, wir werden C jetzt gleich nochmal machen. Und zwar nehmen wir mit unsere Diamantina, unseren... Alter, wenn ich Masutakir und natürlich Augustus und Sen. Und mit diesem Team, was mittlerweile durchaus schon mit Runen ausgestattet ist. Natürlich hat Masutakira noch nicht alle hochgezogen. Basis stecken noch bei 13 fast, anstatt bei 30. Zwei eigentlich, genau zwei Runen. Ansonsten ist Masutakira vollständig mit großen Runen ausgestattet. Yeah. Ob jetzt heroisch oder legendär, ist egal. Aber zumindest ist er ausgestattet. Das heißt, wir können hier durchaus gewinnen. Erstmal müssen wir die komischen Dinger da wegmachen. Ich hoffe, das macht uns Diamantina, weil Diamantina hat mittlerweile einen sehr guten Schaden. Was Klingensturm angeht, komm, töten! Ja, sie überlebt leider noch. Wenn sie weiter überlebt, kann ich im Arsch. Okay, Bignus Maximus ist nicht so schlimm. Den können wir einfach mal so angreifen. Durchbruch ist durchaus eine ziemlich harte Attacke. Gott sei Dank, wie gesagt, Masutakira hochgezogen. So. Gleich eine Kiste mit einer Rune. What the fuck? Eine Runenkiste mitten im Spiel ist auch schön. Und wenn ich am Ende noch eine Runenkiste bekomme, dann wird es gleich doppelt schön. Dann können wir theoretisch auch die zwei ausstatten, obwohl sie eigentlich nichts bringen. Ah, gibt es ja einen Trick eigentlich. Ausstatten und entfernen und wieder ausstatten. Das werden wir auch gleich machen. Wir können jetzt einen Freund ansetzen. Wir haben ja eigentlich genügend. Wir scrollen einfach mal so weit runter, bis wir einfach mal stoppen. Und nö, Zwerge nehmen wir nicht. Ha, wir brauchen einen Massenschaden. Wen könnte man da mitnehmen? Bruder könnte ich zwar nehmen, aber braucht zu lange. La Familia. Also wie für eine Feinde? Nö, wir nehmen eine Todesblüte mit. Um mein Master Takira einzusetzen als Poisoning Error. Ja, der macht das mal. Der hat auch wunderbar gefühlt, Masutakira. Müsste ich auch noch sammeln. Muss ich mal wieder aufpassen, wenn die Dungeon wieder verfügbar ist. Die gelbe. Wahrscheinlich ist sie sogar gerade. Ich bin gerade nicht geguckt. Also ich bin gerade nicht geguckt, Alter. Das ist mein Deutsch. Ich habe gerade nicht geguckt, meine ich. Und natürlich. Ja. Hier ist mein Name. Das ist Sen. Dürfte endlich mal auch mal was. Seine anderen Specials mal wieder freischalten. So, erstmal sie platt machen und Masutakira, deines Amtes wegen, mach keine Schande, auch ohne Wunderwaffe. Ja, könnte besser sein. Könnte einiges besser sein. So, wen werden wir denn wegkloppen? Ich würde sagen, den kleinen Giftballen. Ich mag die nicht. Ich mag die absolut nicht. Kälteschock ist auch scheiße. So, ausgewichen ist gut und ausgewichen ist nochmal gut. Also, wie gesagt, meine Helden sind mittlerweile einiges stärker geworden. Und ich spare jetzt gerade ziemlich viel Specials, um bis zum Boss zu kommen, weil ich will meine drei Elixiere erst beim Boss verschlempern. Verschlempern, ja. Damit wir mit drei Sternen aus der
die Dungeon rauskommen und gleich in die Ziel können und damit gleich abfertigen. Ja, wir sind heute ein Abfertigungstag. Schande. So, Matutagira, mit dir machen wir Dealer weg. Das ist wichtig. So, Flämmchen hoffentlich mit seinem Reißzahn nicht töten. Das ist schon hart, aber wir können uns ja selber heilen. Das gute Ding. Das gute Ding. So, wir können auf, ja, Igne gehen. Matutagira wird das schon regeln. Hoffe ich mal. Ansonsten wird Zen noch ein bisschen nachschlagen. So. Und ich hoffe natürlich, dass Diamantina... Ja, das regelt. Der Special ist mega super, wenn er zieht natürlich. In dem Fall ist es aber genau ausreichend. So, wir sind im Bossfight. Schneller als ich gedacht hätte. Eigentlich denke ich immer, die halten immer so viel aus. Aber wie schon gesagt, wenn man mal Runen drin hat, geht das ein bisschen flotter und viel ein bisschen einfacher sogar. So, wir müssen ihn mit Doppelangriff ausstatten. Ich würde mal sagen, Matutagira und Diamantina wäre auch geil. Aber wir brauchen erstmal ein bisschen viel Schaden auf die Viecher. So, erstmal... Angriff 1. Mal gucken, ob ich den Angriff nochmal wiederholen werde. Ja, könnte man. Könnte man, werde ich aber nicht, glaube ich. Wir werden erstmal die Kleinen wegrotzen. Im Notfall verwendet man dann einfach, ein paar Freunde, um mich wieder zu beleben. Ich habe keine Tränke dafür mit, das sieht man, ja. Aber Klingensturm wird jetzt hoffentlich einen wegrotzen. Okay, spotten. Okay, wir können das auch vielleicht auch komplett sparen, indem wir... Ja, Augustus hat mir geholfen. Und sehr geholfen sogar. Das war's. Matutagira machen wir erstmal kurz unsterblich, damit er auch ein Schild hat. Natürlich ist unsterblich nicht Schutz für ewig, aber es reicht. So, nun dann gehen wir erstmal auf den Dämonen und den kleinen Spotter wird noch an unser Augustus wegschlagen. Wegschlageln. Komm schon. Fast. Boom. Alle gehen auf Matutagira. Läuft. Wir können das eigentlich lassen. Wir können einfach weiter angreifen. Den machen wir weg. Und jetzt... Ach, wir haben doch... Warum spare ich eigentlich immer wieder? Einfach Tränke raufballern und wegmachen. Die Mack. Und rein damit. Nervenschaden, das heißt, heilen ist mal ausgebrochen. Dann nehmen wir Augustus. Der schlagt seine Samtes schön drauf. Bombs. So. Schaden immun, egal. Nordwind. Nordwind hat ein bisschen gezogen. Aber Dämonenrache zieht. Deswegen Augustus. Immer dafür Augustus, das ist sehr gut. So, erstmal ein bisschen heilen. Dass meine Mannschaft ein bisschen besser geht. Und jetzt schnetzelt man weg. Also wenn man jetzt nicht wegmorcheln, dann weiß ich auch nicht. Okay. Jetzt die Frage, soll ich riskieren oder safen? Ich save eine Runde. Ich meine, wäre jetzt gerade überflüssig gewesen, aber weg ist er. Und wir können gleich in die C-Mode gehen. Ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Ich war da nämlich noch nicht drin, glaube ich. Aber hey, man weiß ja nicht. Zwei Runenkisten in einer Dungeon. Das heißt, doppelt gemoppelt gleich zwei Runen. Läuft bei mir. Also es ist selten, dass ich mal zwei Runen habe. Und das Coole ist, dass die Violette eigentlich einiges geiler ist als wie die Blaue. Obwohl beide Schrott sind. So, wir gehen natürlich in die nächste Dungeon. Oh yeah. Es ist schon geil. Also ich muss schon sagen, mit Runen gehen wir gerne in zeitloser Gipfel B rein. Und den werden wir jetzt auch fertig machen. Bleib mir so konstant. Ich hätte eigentlich die anderen Spiele auch auswählen können. Puh. Eigentlich ist es ja die gleiche Dungeon. Müsste aus außer. Oh. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Verseucht zu sein ist gar nicht gut. Aber es ist ja, glaube ich, unser eigen einziger Debuff. Deswegen erstmal einen TF-Freund einsetzen. So. Schwarz-Rot-Gold. Ja, Schwarz-Rot-Gold. Lasst grüßen mit Pontifex. Sehr gut. Das Schlimme sind eigentlich nur die schnellen Helden hier. Die langsamen gehen ja eigentlich. So, wir haben noch eine fette Diamantina noch da. Okay, wir müssen Diamantina wegwatzen. Hälfte nix. Die Verseuchung ist schon scheiße. Das verringert nämlich unsere Heilung. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber erstmal auf Bigmus. Maximus.
Boah. Schlag. Ja, mach weg. Hammer H3. Erstmal die erste Runde mal durchspielen. Okay. Okay. Aber Belebung funktioniert noch, oder? Ja, minimal, aber sie funktioniert. Sehr gut. Alter. Damit können wir wenigstens eine Runde Special sparen. Masuta Kira hat seinen noch. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können jetzt uns überlegen, ob wir jetzt... ja, werden wir wahrscheinlich machen müssen. Hilft ja nichts. Obwohl. Obwohl. Hier sind eigentlich großteils nur schnelle Helden. Das heißt, wir gehen auch mal auf unsterblich Masuta Kira und hoffen alle, dass Masuta Kira angreifen. Ist zwar eine schlechte Hoffnung, aber immerhin etwas. Alter, was die aushalten. Ist gar nicht normal. Oh, ich glaube, ich bin im falschen Team, Mann. Naja, viel was Besseres hätte ich aber auch nicht. Doch, violette Helden. Komm, alle. Naja, Sandy ist nicht so schlimm. Ja, lass dir Mantina in Ruhe. Lass den in Ruhe und lass den in Ruhe. So, wen müssen wir denn heilen? Mich natürlich. Also sonst heilt er nicht. Ja, könnte aber klappen. Dauert einiges länger. Könnte aber klappen. So, wen machen wir denn weg? Erstmal die kleinen Rotzviecher. Die was viel zu viel aushalten. Haben sie vorige Runde nicht gemacht. So. Reißzahn. Bitte auf irgendwen. Au. Nicht auf den. Au, lass Diamantina in Ruhe. Au. Au, das wird eine diamantenreiche Folge, würde ich mal sagen. So, aber... Samoa wird sich freuen, ein paar Mal eingesetzt zu werden. So. Autsch. Die Verseuchung ist schon schlimm. Die könnte echt weg sein. Der Debuff. Verringerte Heilung. Hart. In dem Fall bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, außer das zu machen. Klingeln, Sturm und Meucheln. Und hoffen, dass alles wegkratzt. Geht doch nicht anders. So, tschüss. Stirb. Oh Mann. Die halten ja trotzdem alles aus. So. So, jetzt bin ich dran. Teamheilung war das, oder? Oh yeah. Sehr schön. Dann gehen wir mal auf Meucheltour. Ich hoffe, das reicht. Also für sie locker. Für den zweiten weiß ich nicht. Oh. Der reduzierte Damage ist schon schlimm. Wenn die weiterhin auf Augustus gehen, bin ich im Arsch. So, ausweichen ist sehr gut. Weil Augustus ist auch noch unbeschadet. Ja, aber es wird schon hart. Wenn ich jetzt schon Tränke einsetzen muss... Hart. Uah. Als ob das die beste Entscheidung war, hier so reinzugehen, aber... YOLO. Machen wir schon weg. Ich hoffe natürlich, dass Diamantina mich nicht angreift. Erstmal den Reißzahn weg. Alter, was der aushält, das ist abnormal. Was der aushält? What the fuck? Stirb, du blöder Reißzahn. Er hält das immer noch aus. Au. Das ist super. Diamanten verschwinden war schon immer meine Lieblingsbeschäftigung in Dungeon Boss. Oh, wie gesagt, ich kann mir bessere Sachen vorstellen, außer nur Diamanten zu verschwinden. Aber in dem Fall bleibt mir fast nichts in der Tür übrig. Ich meine, jetzt kann ich ein Schild aufsetzen, das mir einiges weiterhelfen wird und hoffentlich diesen verdammten Reißzahn da wegkriegt. Aber nö, warum denn auch? Ja, die nächste ist da, aber interessiert mich gerade gar nicht. Habe ich nicht ein Schild draufgezogen? Egal. Also wenn das Schild wieder weggeschmissen ist, klar, Digga. So. Ein Viechhammerblatt. Die halten wenigstens weniger aus. Läuft. Okay. Abgeschirmt. Stirb. Eine muss weg. Sind mir zu viele. Aber es reicht nicht. Au. So, erstmal auf unbesiegbar. Irgendwas muss ich hier machen. Oh, ich werde den Boss hassen. Ich werde den Boss sowas von hassen hier. Und ich werde wahrscheinlich die Dungeon wiederholen müssen. So, Masuta Kira, mach endlich irgendwas. Das ist ja abnormal. So. Es ist so wenig Schaden. Und, wow, müsst ihr mich verarschen? So, erstmal den da heilen. Ja, auf den kann sie kloppen, das ist wurscht. So, auf Zähigkeit ist sehr gut.
Sehe ich gern. Sehe ich gern, sehe ich gern. Und Belebungskur ist noch besser. Dann Zen darf angreifen, damit Zen sich nicht weiter verletzt. Und Mansu Takira, mach mal platt, dieses blöde Ding da. So, und jetzt noch einen großen. Durchbrüche. Gott sei Dank nichts daneben. Also, Gott sei Dank keinen, der was Schaden hat. So, wir können normal angreifen, ein bisschen Ding sparen. Obwohl ich rächt sich das nicht. Huha. Huha. Ich würde mal sagen, huha. 3000 Leben ist schon einiges besser. So, erstmal drauf. Dann nochmal drauf. Und nochmal drauf. Alter, was der aushält. Bitte nicht auf Diamantin. Danke sehr. Auf den kann sie gern gehen. Der ist sie abgeschirmt. So. Ein Special ist durchaus jetzt verfügbar. Masuda Kira ist, glaube ich, auch wieder im Start. Und Augustus auch. Wow. Das ist ein harter Kampf, Leute. Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich kenne ja schon schlimme Sachen, aber das ist schon hart. Alter, was die ziehen. Alter, was die ziehen. So, erstmal Diamantina. Sollte eigentlich ziemlich effektiv gegen diese Flügelviecher sein. Ich bin das eigentlich immer gewohnt, dass die immer effektiv gegen diese Flämmchens ist. Aber hier irgendwie nicht. Okay. Sehr schön. Meucheln. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Das ist ein Wahnsinn. So, einen muss man weg. Okay, aber es ist gar nicht mal so übel. Sollten die jetzt nicht nur Reißzähne auf irgendwen ansetzen? Autsch! Okay. Nochmal Reißzahn auf wen? Autsch! Okay, das ist nicht so schlimm. So. Augustus! Wir müssen die kurz halten. Sehr schön. Okay, der war gut zu denken abgeschirmt, sonst wäre der wahrscheinlich ziemlich platt. So, Zen hat was kaputt gemacht. Ich glaub's ja kaum. So, Crit. Sehr gut. Alter, das ist Minus. Das gefällt mir gar nicht, das ist Minus. So, erstmal auf den Mack. So, Nerven schon. Sehr gut. Dann können wir erstmal sicherheitshalber irgendwas heilen. Gut, dass er auf Zen geht, damit bleibt unser Sicherheitsschutz weiterhin bestehen. So. Masu Takira, du darfst gerne noch ein bisschen kaputt schlagen. Und der Rest wird Augustus erledigen. Also wenn er das überlebt, weiß ich auch nicht. Dann wird der Boss gegen ein Horrorspiel. Ich glaube, ich werde hier aber noch Freunde einsetzen müssen beim Bossgegner. Das wird mir leider nicht verwehrt bleiben. Ja. Jetzt nochmal ein bisschen Diamanten verschwenden und wir können theoretisch diesen Boss bezwingen. Wie gesagt, nur theoretisch. Praktisch wird mal lustig. Was hätte ich denn hier effektives? Ponti? Hm. Schattenklinge? Hm. Hm. Rundumschlag? Hm. Nein. 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 Oh Mann, das ist hart. Schwarz-Rot-Gold. Pask. Hm. Pask. Baski. Baski könnte helfen. Baski könnte echt helfen. Ich weiß nicht, wie er zieht. Aber er zieht mehr als genug. Zweifach Schaden. Läuft. Erstmal mal Masu Takira schützen. Unsere Diamantenverschwendung ist zu Ende. Das heißt, Elixier verschwenden. YOLO. Drauf. Alles, was wir haben. Ich hoffe, dass die zwei Schleimklopse abhauen. Dann habe ich nur einen Gegner. Nö. Schleimklopse leben noch. Ist nicht gut. Aber Masu Takira wird es hoffentlich regeln, weil wir haben keine Diamanten mehr. Komm schon. Ein Schleimklops ist noch. Ein Schleimklops ist noch. Ein Spotter. Ein Spotter, weg mit ihm. Kälte, Frost, alles nicht so schlimm. Alles gegen Zen ist nicht schlimm. Solange Zen angreift, können die machen, was sie wollen. So, erstmal schnetzeln, Attentat. Das ist gut. Und nochmal. Sehr schön. Team Kai. Ich bin safe. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir das überleben werden, aber schaut sehr gut aus. Zweifach Schaden auf die Moon. Eine ist wieder angeschlagen. Das heißt Doppelangriff. Hoffen, dass Diamantina nicht verreckt, weil wir haben keine Diamanten mehr. Also ich kann nichts mehr helfen. Eins. Zwei.
Bitte nicht auf Diamantina, mein lieber Plängeschlängel. Ich meine Eispickel. Nordwind? Au. Okay. Leider Gottes haben wir es nicht geschafft. Aber wir werden den Bossgegner trotzdem down bekommen. Das ist mal sicher. Der multiple Angriff, der war zu stark. Aber er wird trotzdem sterben. Auch wenn Diamandina im Arsch ist. Komm, jetzt geh doch ein. Kältefrost. Ja, mach gut. Mach mal Sutakira auch noch platt. Erstmal unseren Augustus schützen. Ist wichtig. Und jetzt Dämonenschaden. Wir gehen hier nur mit einem Stern raus. Aber erstmal alles wegmachen, was der am Buffs hat. Das war wichtig. So, Dämonenschaden bleibt vorhanden und er ist ein toter Mann. Oh yeah, hab's euch gesagt, ihr seid ein toter Mann. Leider Gottes halt nur Platz 2. Aber eine Runenkiste gibt's dafür. Und Diamanten. Aber leider nicht so viele Diamanten, wie wir jetzt rausgeräumt haben. Ich sollte vielleicht mal nächste Runde, oder wenn ich das nächste Mal mache, mit anderen Helden reingehen. Bis zum nächsten Mal, euer GB Crazy ist raus. Sagt du, oh yeah. Danke fürs Anschauen, meine lieben verrückten Vögel. Wenn ihr hier neu seid, könnt ihr gerne hier abonnieren, ja. Und dort natürlich ein nächstes Video gucken. Und dort unten natürlich gibt's auch irgendwas zum Finden. Dann bis zum nächsten Mal. Oh yeah.